Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sonic Generations. Ja, das Nachfolger zu Tomb Raider Legends. Auch wenn Tomb Raider Legends 3x6 Parts aufgenommen sind, habe ich gerade Bock, die Spiel zu zocken. Auf 100%, also alle roten Ringe und alle Herausforderungen-Tore. Ich traine mich so ungern zu meinem 100% Spielstand, aber ich fange an mit einem neuen Spiel. Ja, wirklich fortfahren. Oh, ich dachte, es kommt. Wenn wir die Story. Ich erzähle dir alles, was du wissen willst. Komm mit allen Fragen zu mir. Hier ein Tipp für den Anfang. Mach mit der A-Taste einen Wirbelsprung auf höhere Ebenen. Jetzt mal wieder mit der Stunde herum. Schön lange mal gespielt. Wenn wir, ich glaube, Sonic wurde 20. Wann war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall zuerst die 3D-Version gespielt, die habe ich leider nicht mehr, habe ich verloren, zusammen mit fast all meinen 3D-Spielen. Ja, ich hatte so eine Packung, so eine 3DS-Packung, wo ich hinten alle Spiele drin hatte. Bis auf zwei Ausnahmen. Legend of Zelda Ocarina of Time und... Boah, sah das andere Spiel, was ich nicht dabei hatte. Noch auf jeden Fall eins. Glücklicherweise Ocarina of Time, eins der wichtigsten, ist nicht verloren gegangen. Ich hab's immer noch. Und ja. Hey! Muss ich jetzt mal wenig einspielen. Hier habe ich das Level hatte ich schon mal in 50 Sekunden abgeschlossen. Also man merkt schon, ich bin irgendwas Übung. Aber ups. Ich werde auch hochkriegen können. Ja, Sonic wurde 20 vor ein paar Jahren und zur Feier des Tages, zur Feier von diesem wurde dieses Spiel entwickelt. Boah, verdammt, jetzt habe ich nicht mehr die Fähigkeit, die man kriegt, wenn man... Ups. Ich brauche eine Minute länger als normal. Naja. Solange ich Rang S hab, in den ersten Level ist noch ertragbar. Ich hab doch Rang S, oder? Okay, gut. Ist ja peinlich. Hey Leute, was ist los? Schmeißt ihr etwa eine Party? Überraschung! Ah, wie nett. Dich kann man einfach nicht überraschen. Diesmal ist es dir aber gelungen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch, Sonic. Hoffentlich schmeckt's dir. Und wie? Die sind super lecker. Was? Sonic, schau mal! Was ist das? Wo bin ich?
Nun zurück zur Oberwelt. Wir können doch gar nicht nach links, scheiße. Noch nicht nach rechts, wir können nur hier hin, zur Green Hill Zone. Wir können auch noch nicht wechseln. Das ist der moderne Sonic, das ist gerade bei der Classic Sonic. Der moderne Sonic kann diesen Spin Jump und boosten. Diesen Spin Jump lernt in der dritten Saison, kann der normale Sonic den Spin Jump nach den ersten drei Akten lernen. In dieser Version ist es ein wenig anders, aber das erkläre ich später noch. Bevor spielen wir nun Act 2 von der Green Hill Zone. Ja, Sonic Spiel machen auf jeden Fall eine Menge Spaß, so kann ich nur empfehlen. Ich habe Sonic Colors gespielt, Generation 7. Dann habe ich den ersten Sonic gespielt, wo ich weiß, dass schlecht war. Adventure 1 und 2. Kommen auch noch, beide. Und jetzt habe ich die geplant. Ach. Soll ich eigentlich hoch. Hier für diesen Verfolgungsangriff, so nennt man ihn auch. Spinjump, ja. Verfolgungsangriff heißt er. Ja, kann man. Ups. Kommt da nie hoch. Einfach. Kann auch noch Tricks machen. Im Verfolgungsangriff kann man ja, auf Gegner drauf springen. Apropos, sind die roten Ränge, ich habe noch keinen einzigen gesehen. Kann man die beim ersten Mal spielen noch gar nicht finden. Entweder das oder ich bin blind. Immer bei so regenfarbenen Objekten kann man so Kunststücke machen. Ups. Die roten Ringe werden eh noch lustig, die hole ich am Ende nach, auf jeden Fall, weil man kann auf jeden Fall beim ersten Mal spielen nicht alle finden, man muss manche Level verschiedene Wege gehen, um überhaupt alle kriegen zu können. Von bei dem einen Level muss man drei verschiedene Wege gehen. Na, oh, ich wollte da hoch. Ich hab's nie da hochgekommen. Eigentlich nie. Schon oft genug versucht. Ich will da. Sag mal. Okay. Jetzt. Nervig. Sieh den Gegner an. Dankeschön. Was das für ein komisches Ding war, das Sonics Freundin entführt hat. Das werden wir auch noch rausfinden. Ich will jetzt erstmal diese Tony abschließen. So, jetzt mal im Ernst, gibt's hier schon rote Ringe? Ich hab keinen einzigen gesehen. Ich glaube, das war jetzt echt ein wenig wenig. Ich glaube, ich mache die nächsten Zwerge auch noch in diesem Part. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit den Herausforderungen mache. Danke, Sonic. Ich dachte schon, das war's. Körperlos in endloser Dunkelheit schweben. Ich werde wochenlang Albträume haben. Täusche ich mich oder kommt mir dieser Ort irgendwie bekannt vor? Ich weiß nicht. Sieht aus, als hätte man alles Leben und alle Farben herausgelöscht. Sehr merkwürdig. Nicht merkwürdiger als Flaschengeister aus magischen Büchern oder Aliens aus Vergnügungsparks zu retten. Ich mache mir eher Sorgen um unsere Freunde. Hey Sonic, ich habe dort drüben in der Ferne etwas gesehen. Gebäude oder so, aber sie sahen komisch aus. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Bin gleich wieder da. Wow, das ging ja wirklich schneller als schnell. Ich dachte, du wärst schon weg.
Und nun kann man noch zwischen den Charakteren wechseln. Was ich jetzt schauen will, gibt schon die Herausforderungen, da mache ich jetzt noch, ups, ein, zwei Herausforderungen. Nein, gibt's noch nicht. Herausforderungstore gibt's erst nach den ersten drei Acts. Okay. Werkzeug, nimm die Lore bitte, Akt 1. Also mache jetzt in diesem Fall noch Akt 1, Akt 2 und von der nächsten Zone Akt 1 und 2 kommen dann im nächsten Part. Moment, habe ich jetzt nochmal. Habe ich jetzt Akt 1 oder Akt 2 ausgewählt? 1. Also Akt 1 ist immer in 2D. Und ja. Und Akt 3 ist. Wie die. Oh, da war jetzt ein roter Sternring. Hab ich mal gesehen. Aber die werde ich. Ups. Alle einsammeln. Ah, hier in dieser Zone waren die auch lustig einzusammeln. Und da war wieder einer. Und in jedem Akt gibt es 5 Stück. Nein, nicht wieder hoch. Und da wollte ich gar nicht hin. Sunny kann nicht Schroderring schwimmen. Ich will den Ring. Er hat auch nicht unendlich Luft. Deswegen ist es auch schön, wenn ich wieder auftauchen könnte. Danke. Es gibt immer wieder mal wieder Luftblasen unter Wasser, mit denen man sich neue Luft holen kann. Und ja. Und das war's auch schon mit der ganzen. Was auch für eine Scheiße kurz. Naja. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Rang S, 3 rote Ringe. Passt ja. Und die Farben kommen auch wieder zurück. Ein roter Sternring, den habe ich zum Wechsel Illustration 1, 2 und 3 erhalten. Und hier ist Amy Rose. Der können wir noch nicht sprechen. Man kann auch schon ab 13 mit Knuckles hier. Was? Ich kann den auch schon spielen? Oh, wusste ich gar nicht, dass man die auch schon spielen kann. Was? Wie sagen wir das, was da? Da müssen wir für jeden Akt eine Herausforderung schaffen. Mindestens. Die haben wir jetzt aber noch nicht freigeschalten, erst nachdem wir drei beendet haben. Hier ist die Sammlung. Hier gibt es die Videos, die Sequenzen. Hier gibt es die Luftballerie. Hier gibt es Konzeptbilder, die werde ich auch noch alle in dem letzten Part zeigen. Sieht schön aus. Musik haben wir noch nichts. Und die Charaktere. Hatten wir einmal Sonic the Hedgehog. Für den schnellsten Jäger der Welt ist Tempo alles. Doch hinter dem coolen und stacheligen Äußeren verbirgt sich ein großes Herz. Genau wie der Wind ist Sonic immer in Bewegung und erlebt ständig neue und aufregende Hoops. Abenteuer. Er ist immer bereit, einen Freund in Not zu helfen. Dieser Igel ist ein wahrer Held und steht zu seinem Versprechen. Keine Gefahr ist für ihn zu groß. Hier können wir jetzt auch mal wechseln zwischen dem modernen Sonic und dem klassischen Sonic. So, man sieht schon ein paar Änderungen. Dann haben wir Miles Tails Brower. Ja, das ist der alte der Classic Tails, den hat man noch so krank gesehen. Dieser talentierte junge Fuchs kann dank seiner zwei Schwänze wie ein Hubschrauber fliegen. Früher wurde der sanftmütige Tails wegen seiner zwei Schwänze gehänselt, nachdem er jedoch Sonic kennengelernt hat und ihn wie der Wind rennen sah, ist er selbstsicherer geworden. Für Tails ist Sonic seitdem sein großes Vorbild. Er ist ein gewitzter Tüftler und entwickelt Maschinen, die Sonic helfen. Na, ja, den Charakter hat man noch nicht. Gibt 14 Stück. Also. Dann gibt es im nächsten Part die Chemical Plant Zone Akt 2. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part und ciao.